Und wo wir gerade mal hier sind, können wir uns auch wieder leisten, ein paar von den Früchten hier zu probieren. Von ihm hier. Das haben wir uns nach dem ganzen Stress mit den Karotten redlich verdient. Also, so sieht man sich wieder. Was darf es denn heute sein? Meerpflaumen, arborianische Feuersamen. Hier, die Feuersamen hatten wir, glaube ich, schon. Kaufen wir, also wir hatten die Feuersamen schon und die Gaba-Wurzeln. Dann nehmen wir mal eine Birne. Das klingt irgendwie so gewöhnlich. Ich werde eine Birne probieren. Erreich dir die größte, saftigste Birne, die du je gesehen hast. Die mag ich besonders gerne, sagt der alte Händler lächelnd. So süß, wie früher in meiner Jugend. Probieren wir mal. Der Geschmack dieser Birne hat nichts Übernatürliches. Aber es ist wahrscheinlich die beste, die du je gegessen hast. Na gut, das war jetzt nicht wirklich was Interessantes. Nehmen wir mal ein paar Blütenblätter. Der alte Mann reicht dir ein paar kleine, rotbraune Flocken, die sich bei genauerem Hinsehen als getrocknete Blütenblätter erweisen. Von denen kann einem schwindlig werden, guter Mann. Passt also auf, wenn ihr sie gegessen habt. Wir hatten nicht vor, jetzt direkt wieder zu kämpfen, also stecken wir sie mal in den Mund. Die Blütenblätter zergehen dir rasch auf der Zunge und hinterlassen einen seltsamen, nicht unangenehmen Nachgeschmack, den du aber nicht einordnen kannst. Trotz der Warnung des alten Händlers wird dir kein bisschen schwindelig. Enttäuscht nimmst du zur Kenntnis, dass sie bei dir keine Wirkung zeigen. Naja, es ist auch gut zu wissen, dass wir nicht für alles so anfällig sind wie Normalsterbliche. Aber wir sind ja auch unsterblich. Was haben wir hier noch? Ein wenig Brot. Erreicht dir zwei dicke Scheiben eines Gewürzbrotes mit Nüssen. Es riecht lecker nach Mohrrüben und Mandeln. Probieren wir mal. Wie du bereits vermutet hast, schmeckt das Brot nach Mohrrüben und Mandeln. Es ist leicht süß und so leicht, dass du mehr davon essen könntest. Na gut, das war jetzt nichts allzu sehr Interessantes. Aber wir haben unseren Hunger gestillt, wenn wir denn überhaupt noch Hunger haben. Und mal was Neues ausprobiert, das ist ja auch wichtig. Also schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ein ängstlicher Bewohner des Stocks. Du siehst einen Mann in zerlumpten Kleidern. Als du auf ihn zugehst, bleibt er plötzlich stehen und blickt ängstlich um sich. Sei gegrüßt. Der Mann blickt erschrocken auf, dann geht er einen Schritt zurück. Hä? Was willst du, Schleifer? Seine Stimme zittert, deine Narben scheinen ihn schutzig zu machen. Ich hab nichts bei mir, wirklich nicht. Meine Lumpen lohnen den Ärger nicht. Nun beruhig dich doch, ich will doch gar nicht ausrauben. Ich hätte ein paar Fragen. Er bleibt in sicherer Entfernung stehen. Seine Augen wandern hin und her, als fürchte er, etwas könne aus dem Schatten hervortreten. Fragen, sagst du? Und was wären das für Fragen? Wir könnten ihn nach Ferret fragen, aber eigentlich wissen wir schon ziemlich genau, wo er ist, nämlich auf dem Lumpensammlerplatz. Er soll uns mal was über die Slums hier erzählen. Er schaut dich misstrauisch an und runzelt verwirrt die Stirn. Was ist es denn, was du über den Stock wissen willst, Schleifer? Warum wird er überhaupt Stock genannt? Er wirkt ratlos. Ich weiß nicht. Er scheint Angst zu haben, dass er deine Frage nicht beantworten kann. Vielleicht wegen der vielen Straßen und den vielen Menschen? Gibt es hier in der Gegend irgendwas Interessantes? Das, kommt darauf an, was du interessant findest, Schleifer. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Er überlegt. Ehrliche, Arbeit gibt's hier herzlich wenig, Schleifer. Du kannst Klugschädel jagen und sie im Büro der Schädlingsbekämpfung für etwas Klimper abgeben. Doch es ist äußerst gefährlich, sich mit Klugschädeln rumzuschlagen. Du kannst auch Totenbüchler im Stock einsammeln und dann die Leichenhalle verkaufen. Ja, okay, das machen ja die Sammler, wo Ferret auch dazu gehört. Bei dem Büro müssten wir eigentlich schon vorbeigekommen sein. Da wollten wir auch noch reinschauen. Die Klugschädlinge sind die Ratten, wo man die Schwänze einsammeln muss. Fragen wir mal, ob wirklich jeder einfach so die Leichen einsammeln kann. Ja, die Staubmenschen geben dir Klimper für jeden Totenbüchel, den du ihnen ablädst. Reich wird man nicht davon, aber den Sammlern scheint es zu reichen. Und an Totenbüchern herrscht hier nie ein Mangel. Was gibt es im Stock sonst noch an Arbeit?
Hat er nichts Neues zu sagen. Na gut, ich verstehe. Vielen Dank für die Information. Auf bald. Er leckt seine Lippen, als du gehen willst. Schleifer, ich glaube... Er blickt dich kurz prüfend an. Ich glaube, ein so hilfsbereiter Kerl wie ich hat ein paar Kupfermünzen verdient, findest du nicht? So einen wie mich findet man nicht oft. Es muss ja nicht viel sein. Nach all diesen Worten würde ich mir nur gerne mal wieder die Kehle befeuchten. Na? Naja, nicht wirklich. Er hat uns ja nur ein paar Sachen gesagt, weil er Angst hatte, dass wir ihn angreifen. Und nicht, weil er uns helfen wollte. Ich lass dich am Leben. Was hältst du davon? Ja, schon in Ordnung, Schleifer. Er lächelt unsicher. Macht's gut. Er entfernt sich rasch. Ah, lassen wir ihn gehen. Wir wollen uns ja nicht schon wieder prügeln. Erledigt. Oh, hier weint jemand. Ist auch komisch auf der Straße zu sehen. Bäche von Tränen haben kleine Kanäle in das staubbedeckte Gesicht dieses Mannes gegraben. Er sieht wie ein Mönch aus, oder wie eine Art heiliger Mann, doch der Staub, der seinen Körper bedeckt, macht es fast unmöglich, den Menschen darunter zu erkennen. Er singt und bewegt seinen Kopf dabei vor und zurück. Er sieht wie eine Art, Ritual aus. Sei gegrüßt. Der Mann stellt sein wildes Klagen ein und schaut dich mit Tränen in den Augen an. Er öffnet seinen ausgetrockneten Mund, um zu sprechen, aber er bringt nur ein schwaches Krächzen hervor. Was ist los? Warum weinst du? Ich? Seine Stimme ist so heiser, dass es sich anhört, als ob er tagelang nichts getrunken hat. Du siehst, wie eine Träne seine Wange herunterkullert. Ich bin ein Weinender von Es-Anon. Es-Anon? Was ist denn das? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Wer Es-Anon ist? Der Mann wirft den Kopf zurück und bricht in ein heiseres Lachen aus. Es klingt brutal und verzweifelt. Es-Anon ist keine Mensch, sondern eine Stadt. Warum weinst du um eine Stadt? Wir rufen Wein ihren Namen aus, weil Es-Anon nicht in Vergessenheit geraten darf. Alle Weinen von Es-Anon haben diese Bürde zu tragen. Hier laufen schon echt komische Leute rum. Ihr trauert um eine Stadt? Warum macht ihr sowas? Weil ihr Name alles ist, was von ihr bleibt. Ihre lichtdurchfluteten Straßen, ihre großartigen gewundenen Parkanlagen. Als sie in Schutt und Asche gelegt und völlig ausgelöscht wurde, überlebten nur etwa 5 Dutzend ihrer Einwohner. Es ist unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass man sich überall in den Ebenen an ihren Namen erinnert. Viele Weine von Es-Anon sind um die Erinnerung willen gestorben. Viele. Na gut. Wenn das dich und die anderen in Gefahr bringt, warum hört ihr da nicht damit auf? Die Tränen, die ich vergieße, der Staub, der mich bedeckt, diese Dinge sind nichts verglichen mit dem, was mich erwarten würde, wenn ich meine heiligste Last aufgäbe. Wir müssen dafür sorgen, dass man sich an ihren Namen erinnert. Wir sind lebende Gedenkstätten für ihren Untergang. Wenn das so ist, was passiert, wenn ihr alle sterbt? Aus den Augen des Weinenden quillt eine neue Träne. Selbst der Schmutz in seinem Gesicht kann den verzweifelten Gesichtsausdruck nicht verbergen. Ich weiß es nicht. Wir Weinenden von Es-Anon können nicht ewig um die Stadt trauern. Auch in diesem Moment hängt der Staub sich an unsere Roben, trocknet uns die Spucke im Mund und unsere Körper welken und sterben. Wir können ihm helfen oder helfen? Wir helfen ihm mal. Das war jetzt komisch. Also helfen wir ihm mal? Nett, dass du fragst. Der Weine schüttelt den Kopf. Wenn du Es-Anon nicht unsterblich machen kannst, dann gibt es keine Rettung. Wir sind unsterblich, also können wir es auch unsterblich machen? Ja, das ist doch eine gute Idee. Muss sie durch einen Menschen unsterblich gemacht werden? Würde ein Grabstein keine Abhilfe schaffen?
der Weinenden blinzelt. Grabstein? Das ist ein Stein, auf dem der Name eines Menschen, sein Leben und seine guten Taten festgehalten sind. Wenn er für Menschen geeignet ist, könnte er dann nicht auch für eine gestorbene Stadt dienlich sein? Steine können so etwas tun? Ja. Und ihre Lebenserwartung ist viel höher als die eines Menschen. Wäre es dem Andenken von Essanon dienlich, wenn ihr Name in Stein gemeißelt würde? Der Mann hält inne. Könnten andere den Namen sehen? Ja, er wäre immer noch für alle zu sehen, wenn du schon längst tot bist. Der Mann nickt. Wenn sowas möglich wäre... Er wendet sich zu dir. Wo könnte man so einen Stein finden? Hehe. Für ein paar Kupfermünzen könnte ich einen Grabstein suchen und dafür sorgen, dass der Name von Essanon eingemeißelt wird. Du würdest das tun? Ich? In die Augen des Mannes schießen wieder Tränen. Du würdest alle Weinenden von Essanon erlösen. Aber von uns sind noch etwa 5 Dutzend übrig. Die Last der Erinnerungen würde nach so vielen Jahren von uns genommen. Und mehr als ein paar Kupferstücke willst du dafür nicht haben? Richtig. Du sollst sie bekommen. Der Weinende greift in seine Robe und zieht 5 Kupfermünzen hervor, die er dir abzählt. Das ist alles, was ich habe. Ich hoffe, es ist genug. 5 Kupfermünzen. Das muss reichen. Also gut, ich komme zurück, wenn der Name von Essanon in den Stein eingemeißelt ist. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. 5 Erledigt. Kupfermünzen. Ich bin weg. Mann. Aber na gut, laufen wir zu den Monolithen. Da konnte man ja schließlich den Namen einmeißeln lassen. Ging's hier nicht durch? Oh, nicht schon wieder ein Schläger. Na komm her. Die lassen auch nicht locker. Verdammt! So, einer schon mal weg, nur noch 2. Also ja, wir gehen jetzt einfach gleich zum Tod der Namen und sagen ihm, dass jemand gestorben ist und nennen den Namen der Stadt. Der tote Name muss ja nicht wissen, dass es eine Stadt ist. Oh, wir haben keinen Platz mehr. Falsche Taste. So. Ja, wir sind mal wie immer überladen. Das kann dahin. Die Sachen können zu Mortal. Erledigt. Hoffentlich kostet das nicht etwas, den Namen einzuritzen. Sonst laufen wir jetzt los. Bezahlen 10 Kupfermünzen, um den Namen einzuritzen, kriegen 5 Kupfermünzen als Bezahlung. Das wäre schon irgendwie albern. Aber na gut, wir müssen da oben rum. Gab es hier auf dem Marktplatz eigentlich noch was für uns zu tun? Nee, nicht wirklich. Na, wir haben alle Händler schon angesprochen. Und sogar eine Linde gekauft. Das Einzige, was wir hier noch in der Gegend machen müssten, ist mehr Schläger umbringen. Und nicht sterben. Das wäre sehr praktisch. Ja, wir geben momentan echt mehr Geld aus für Bandagen und Nadel und Faden, als wir durch irgendwelche kleineren Aufträge reinbekommen. Ich bin weg. Na komm, bring die da schnell um. Und dann meine Fertigkeiten auf scheinen zu gehen, was den spottest du auch gleich mal an. Dummer Hund, das kannst du doch besser, Morte. Den da kannst du auch nochmal gleich vollpöbeln. Materia-Dreck. Da wissen wir nicht wirklich, was er meint. Vielleicht meint er ja materieller Dreck. Erledigt. Also sowas wie Kapitalisten. Das ist schon eine arge Beleidigung, ja. So. Erledigt. Noch aus dem Dolch, den hätte man liegen lassen sollen. So, war hier nicht das Büro?